Hi, herzlich willkommen bei Wer weiß denn sowas? Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir spielen Wer weiß denn sowas? Ein bisschen Quiz. Moment. Für welches Team entscheidest du dich? Ich guck mal, ob mein... Ja, er ist noch da. Ich habe unseren Ossi schon mal angelegt. Mehr habe ich aber auch tatsächlich noch nicht gemacht. Ich gucke jetzt noch mal zurück ins Menü. Wenn du etwas im Setup ändern möchtest, okay. Genau richtig. Ja, ich weiß. Nee, ist alles so, wie ich es eingestellt habe. Ich kann zwar bei der Musik irgendwie machen, was ich will. Die wird irgendwie nicht lauter oder leiser. Aber gut. Jo, Maske. Bist du sicher, dass du so in die Show willst? Lass da lieber mal einen Profi ran. Ja, ich bin Profi, keine Angst. Wie gesagt, ich habe unseren Ossi hier schon mal erstellt. Anpassen. Kann ich den eigentlich noch dicker machen? Denn das entspricht nicht so ganz der Realität. Aber nein, an der Statur kann ich tatsächlich nichts ändern. Na gut, dann müssen wir den so nehmen, wie er ist. Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt durch. Ich wähle das Team Elton. Mit dem Ossi natürlich. Und dann schauen wir mal, was passieren wird. Möchtest du eine kurze Generalprobe von der Show spielen? Ich würde sagen, da ich das Spiel noch nicht kenne, würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen Testlauf. Damit wir überhaupt erstmal sehen, ob es funktioniert. Willkommen zur Generalprobe. Oh, das ist aber laut. Wir sind bald auf Sendung, also lasst uns direkt loslegen. Ich gehe nun die einzelnen Abschnitte der Show durch. Wenn ihr etwas schon kennt, dann lasst es mich wissen. Wir wechseln dann direkt zum nächsten Abschnitt. Ja, sicher. Um das Ganze etwas abzukürzen, startet ihr bereits mit etwas Geld auf eurem Konto. Das Publikum hat sich auf beide Teams verteilt. Je besser ihr euch von Show zu Show schlagt, desto mehr Zuschauer unterstützen euch. Heute ist die Verteilung sehr ausgeglichen, also fängt Team Elton einfach an. Juhu! In jeder Show gibt es Fragen zu 12 verschiedenen Kategorien. Wie ihr seht, wurden die meisten schon beantwortet. Einige richtig, andere falsch. Wählt nun eine der verbliebenen Kategorien aus und schlagt sie eurem Teamkollegen vor. Meistens kann nur ein Spieler agieren. Der aktive Spieler wird immer angezeigt. Jeder möglichen Aktion ist eine Taste zugeordnet. Die Tastenbelegung wird immer angezeigt, meist rechts oben in der Ecke. Auswählen, okay. Also im Grünen definitiv nicht, da bin ich furchtbar schlecht. Wir nehmen Brisant. Die Auswahlkategorie muss ein weiteres Mal bestätigt werden. Ah, das ist gut. Alternativ kann auch eine andere Kategorie gewählt werden. Das ist natürlich gut. Dann, falls man sich doch nochmal umentscheiden will, kann man das tun. Aber wir nehmen jetzt das. Dies ist eine Beispielfrage der gewählten Kategorie. Jede Frage hat 3 Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine richtig ist. Muhammad Alis Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles ist der einzige Stern, der an einer Wand hängt, weil A. die besten Plätze schon vergeben waren, B. er sich wegen eines Bandscheibenvorfalls nicht bücken konnte oder C. er nicht wollte, dass die Leute seinen Namen mit Füßen treten. Wählt eine Antwortmöglichkeit über die neben ihr stehende Taste aus. Die Tasten W, S und D, das ist natürlich ein bisschen eine merkwürdige Belegung, wenn ich aus A, B, C wählen kann. Aber nun gut, dann widmen wir uns mal dieser Frage. Warum ist das der Einzige, der an der Wand hängt? Ich glaube, also A können wir glaube ich ausschließen. Besten Plätze schon vergeben, das ist Blödsinn. Ich glaube, da ist noch so viel Platz. Bandscheibenvorfall, Ali, das könnte passen. Er ist natürlich auch sehr religiös gewesen, deshalb könnte auch sein, dass er nicht wollte, dass man da drauf rumtritt. Da wir erst in der Proberunde sind, würde ich jetzt einfach mal das Risiko eingehen, würde C nehmen, beziehungsweise D drücken. Die Auswahl einer Antwort muss ein weiteres Mal bestätigt werden. Oder es ist auch gut. Alternativ kann auch eine andere Antwort gewählt werden. Das ist gut, falls ich mich wirklich mal verdrücken sollte.
Okay, wir bleiben bei C. Dann schauen wir mal, ob ihr richtig geantwortet habt. Normalerweise folgt an dieser Stelle ein kurzes Video, welches die Antwort erklärt. Wir springen allerdings direkt zur Auflösung. Ja, es war richtig. Richtige Antwort. Es scheint, ihr seid bestens vorbereitet. Für jede richtige Antwort werden euch 500 Euro gutgeschrieben. Nachdem ein Team eine Frage beantwortet hat, ist das andere an der Reihe. Aber da das andere Team schon Bescheid weiß, seid ihr einfach nochmal dran. Da dies die letzte verbliebene Kategorie ist, na, habt ihr leider keine Wahlmöglichkeit. Na toll, jetzt muss ich das nehmen. Dann kommt hier die Scheiße. Nächste Frage für euch. Oh Gott, das wird peinlich, garantiert. Nadelhölzer in der Taiga schützen sich vor den extrem tiefen Temperaturen durch A. Verbrennen. Dämmung, B. Photovoltaik oder C. Verglasung. Wenn ihr bei einer Frage mal nicht weiter wisst, ist das ein guter Zeitpunkt, um das Publikum zu befragen. Ja, dies Publikum. Dies kann jedes Team allerdings nur einmal pro Show tun. Wir fragen das Publikum. Ich würde aber auf den Weg geben, wie die in der Sendung immer so schön sagen. Ich bin selber ein großer Fan von der Sendung. Ich schaue mir das an, wenn ich Zeit habe. Und ich mag die Sendung wirklich. Es ist wirklich cool. Deswegen würde ich dem Publikum, auch wenn das natürlich überhaupt nichts bringen wird, übrigens im Publikum sitzen irgendwie fünfmal die gleichen Leute. Ja, egal. Deswegen würde ich jetzt tendieren, ich würde zwischen A und B schwanken. Aber wir lassen das Publikum entscheiden. Wählt jetzt die Person, von der ihr meint, sie könnte die Antwort am ehesten wissen. Also Genosse links ist, glaube ich, zuerst aufgestanden, oder? Sie? Nee, ich glaube, er ist zuerst. Er weiß es. 100%. Antwort C würde ich sagen. Ja, das hat mir mal jemand erzählt. Mhm. Na, dann schauen wir mal, ob das richtig ist. Oh, cool. Schlauer Typ. Gut, dass ihr eurem Publikum vertraut habt. Der Beste. Das funktioniert natürlich nicht immer. Aber meistens hat man ja selbst auch keine Ahnung. Nachdem alle 12 Fragen beantwortet wurden, folgt nun die Masterfrage. Wer nach Beantwortung der Masterfrage das meiste Geld erspielt hat, gewinnt. Und die Kategorie der Masterfrage ist Deutschland. Deutschland! Nun könnt ihr einen Teil eures bisher erspielten Geldes setzen. Beantwortet ihr die Masterfrage richtig, so wird euch dieser Betrag gutgeschrieben. Wenn nicht, verliert ihr ihn. Ihr setzt euer Geld im Geheimen. So bleibt es spannender. Wie viel riskiert ihr für den Sieg? 1 Euro. Achso, ich habe Vorgaben. Das ist ja blöd. Ich könnte 1 Euro setzen. 2.500, alles ist auch blöd. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt mal, was haben die, 1.500 Euro? 3.000. Ich würde mal 625 setzen. Ihr habt gesetzt? Sehr gut. Für die Beantwortung der Masterfrage habt ihr 20 Sekunden Zeit. Beide Teams geben ihre Antwort gleichzeitig im Geheimen ab. Die Tasten dafür sind die gleichen wie bei normalen Fragen. Solange die Zeit läuft, könnt ihr eure Antwort noch ändern. Falls ihr keine Antwort auswählt, wird automatisch eine falsche eingeloggt. Hier ist Na, die super. Masterfrage. Wie viel Prozent der Fläche von Deutschland ist von Wald bedeckt? A. 52%? B. Nee. 31% oder C. 14%. Die 20 Sekunden laufen ab jetzt. Also ich wäre bei 31%. 52 erscheint mir zu viel und 14 zu wenig. Habe ich das jetzt eingeloggt? Ich hoffe, das ist eingeloggt. Ich bleibe bei 31, also S. Das war's. So. Na, wie viel Geld habt ihr gesetzt? Ein bisschen was. Auf Risiko oder setzt ihr auf Sicherheit? Jo. Dann schauen wir uns mal an. Na, hoffentlich hat das geklappt mit dem Einloggen. Jo, das hat schon mal geklappt. Interessant. Okay, na mal gucken. Ja, es war richtig. Der gesetzte Geldbetrag wird nun entsprechend verrechnet. An dieser Stelle steht der Gewinner meist schon fest. Sollte nun allerdings Gleichstand herrschen, folgt die alles entscheidende Schätzfrage. Wir stellen das einmal nach.
Dies ist die heutige Schätzfrage. Zunächst schätzt das eine Team eine Antwort. Oh, geil. Wie viele reguläre Shows, wer weiß denn sowas, wurden bis Februar 2018 ausgestrahlt? Boah, das läuft schon echt oft. Ja, ach komm, wir sagen einfach mal 182. Wenn ihr mit eurer abgegebenen Schätzung zufrieden seid, könnt ihr die Frage jetzt abschließen. Ihr könnt euch auch nochmal umentscheiden, allerdings darf das andere Team seine Schätzung dann auch noch einmal anpassen. Nö, ich bleib dabei. Sehr schön. Wer näher dran liegt, 8, gewinnt. Das ist ein bisschen weniger. Und hier jetzt die Auflösung. Oh. Team Helden liegt näher dran und hätte damit gewonnen. Bei Gleichstand gewinnt das Team mit den meisten Zuschauern hinter sich. Das war's auch schon mit der Generalprobe. Ihr seid nun gut vorbereitet. Wir sehen uns nach der Show. Viel Glück. So, damit hätten wir das schon mal erfolgreich abgeschlossen. Halt, oh, ich hab mir nicht. Nee. Hallo. Ah. Los geht's. Das Team, hinter dem sich mehr Menschen versammelt haben, darf beginnen. Wie wollen wir denn ins Spiel starten? Ah, wir haben also mehr Zuschauer. Das ging jetzt ein bisschen abgehackt. Aber gut. Was haben wir denn für Kategorien? Wir haben Zeit, oder? Genau. Wie ticken wir? Clever, das Fragezeichen. Musik, Wunder der Natur, Essen und Trinken im Labor, Sonne, Mond und Sterne. Total genial, tierisch. Unser Körper und damals. Ich würde mal das Risiko eingehen und Musik nehmen. Nehme ich sehr gern. Achso, wir müssen ja nochmal drücken. Der Eurovision Song Contest von 1974 durfte in Italien erst 5 Wochen nach der Aufzeichnung ausgestrahlt werden, weil a. der Tag auf einen hohen Kirchenfeiertag fiel, b. das italienische Fernsehen in Generalstreik ging oder c. erst ein neues Scheidungsrecht verabschiedet werden sollte. Ja, das war ja eine super Wahl. Das ist ja... 74 ist ein kleines bisschen vor meiner Zeit. In Italien, Kirchenfeiertag, ich glaube, das hätten sie ja vorher gewusst, oder? Also das weiß man, so ein Contest wird ja bestimmt auch damals, wurde da schon bestimmt ein knappes Jahr vorher geplant. Das glaube ich nicht. Das italienische Fernsehen in Generalstreik ging. Echt lang vor meiner Zeit. Ich weiß nicht, ich wäre jetzt am ersten bei C. Oder? Nee, was? Scheidungsrecht verabschiedet. Nee, was? Hä? Nee, bei B wäre ich, genau, ich wäre bei B. Also Kirchenfeiertag schließe ich aus. Nee, glaube ich nicht. Neues Scheidungsrecht, das hätte man ja auch vorher gewusst irgendwie. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, kein Stress hier. Hetz mich nicht. Wir sagen B. B könnte theoretisch sein. Ja, und ich hoffe, das ist auch praktisch so. B, komm. Genau. Ihr entscheidet euch für B. Na, dann schauen gucken wir mal. Ob das richtig ist. Das wird jetzt peinlich. Am 6. April 1974 sang Gigliola Cinquetti den italienischen Beitrag Sea beim Eurovision Song Contest in Brighton, den aber mit Waterloo gewann. Im italienischen Fernsehen wurde der Wettbewerb an diesem Tag aber nicht ausgestrahlt. Dazu kam es erst am Abend des 12. Mai. Denn an diesem Tag fand ein Referendum über das Scheidungsrecht statt. Oh, scheiße. Der Balladentitel, so befürchteten Politiker, hätte die Abstimmung durch die vielen Sees, also Ja's, beeinflussen können. Jo, das geht ja gut los. Bei 0 Euro. Das ging ja mal ganz toll los. Was soll eure erste Kategorie sein? Sollen wir einfach tierisch nehmen? Ja, da sind wir uns auch einig. Tierisch, bitte. Der zoologische Name A des Brillenbären ist Aha. B der Brillenschlange ist Naja. Oder C des Brillenpinguins ist Oja. A vielleicht? Aha ist richtig geschrieben. C eventuell, oder? Oja würde ich ohne das H schreiben. Wäre B möglich?
na ja, ist auch richtig geschrieben. Also meine Antwort ist C. Ja, also wir loggen C ein. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. Oh ja, Brillenpinguine sind niedlich. Aber ihr zoologischer Name kommt aus dem Lateinischen und lautet Sviniscus demersus, tauchender Pinguin. Trematos ornatus ist eine griechisch-lateinische Namensherleitung und bedeutet, grob übersetzt, geschmückter Bär, vor dem man zittern muss. Neuhochdeutsch Brillenbär. Der zoologische Name Naja geht auf das Sanskritwort Naja zurück und bedeutet ganz einfach Schlange. Und eine der giftigsten Schlangen ist die Naja Brillenschlange. Naja, war wohl nix. Leider bleibt es bei 0 Euro. Gut, ich find's ein bisschen... Ja, jetzt... Ich find's nicht schlimm, aber ich find die Option, das gegnerische Team zu skippen, ganz praktisch. Ist jetzt nicht tierisch schlimm, aber wäre cool, wenn es das vielleicht noch gäbe. Wo haben wir denn unser... Achso, da drüben. Was nehmen wir denn Schönes? Essen und Trinken, total genial, komm. Total genial, finde ich super. Was hilft gegen Fußgeruch? A. Nachts Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. B. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eincremen. Oder C. Täglich frisches Mehl in die Schuhe streuen. Wer macht denn sowas? Mehl in die Schuhe, das hat so ein bisschen was von Fußpuder, oder? Täusche ich mich da jetzt? Soll einen zumindest jetzt irgendwie dahin verleiten. Nachts Socken mit frischen Zwiebelringen tragen. Ist das nicht bei... macht man das eher bei Erkältung? Da hilft die Zwiebel ja überall, aber... Frische Zwiebelringe, das stinkt doch wie Hölle dann. Alter, da hast du ja dann erst recht Fußgeruch. Riechen vielleicht nicht mehr nach Schweiß, aber dafür nach Zwiebel. Bist ja eine wandelnde Dönerbude. Ich weiß nicht. Morgens die Füße mit einem dünnen Film Avocado eingeben. Die Avocado... Ist Avocado in Kosmetik mit drin? Ich weiß es nicht. Ich bin für A. Hey, so skurril wie das ist, ich wäre jetzt für A. Sollen wir das nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Frisches Mehl, das wäre... Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie Elton. Frisches Mehl, das wäre zu einfach. Dünner Film Avocado. Ne, komm, A ist so skurril und abwegig. Scheiß drauf. Komm, wir machen das. Komm, wir nehmen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Und hier ist die Lösung. Festes Schuhwerk und Wärme fördern das bakterielle Klima und lassen so unangenehmen Fußgeruch entstehen. Es ist das Mehl, oder? Gegen diesen strengen Duft helfen tatsächlich frisch geschnittene Zwiebelringe. Mit Socken über Nacht getragen, bewirken sie wahre Wunder. Alle Gifte und Chemikalien, mit denen der Körper in Kontakt kommt, werden durch die Zwiebel aus dem Fuß herausgezogen. Okay. Und der entstandene Zwiebelgeruch verschwindet ganz einfach nach der morgendlichen Dusche. Die ersten 500 Euro sind auf dem Konto. Yes. Geil. Okay, wieder was gelernt. Essen und Trinken klingt doch interessant. Wenn wir Essen und Trinken nehmen, ist da drüben die Stimmung im Keller. Essen und Trinken. Okay, das ist cool gemacht. Ah, schön. Der Kater nach einem feuchtfröhlichen Umtrunk ist am schlimmsten, wenn A. ausschließlich sahnige Cocktails getrunken wurden, B. überwiegend dunkel gefärbter Alkohol getrunken wurde oder C. vornehmlich Getränke ohne Kohlensäure getrunken wurden. Ah, fuck, ich glaube, ich wüsste es. Eventuell B? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Sag mal, was sagst du zu A? A am wahrscheinlichsten, oder? Wir nehmen A. Ich hätte B genommen. Ihr nehmt A. Aber zu 70% sicher. A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Es ist B, stimmt's? Der morgendliche Kater lässt den feuchtfröhlichen Abend schnell verblassen. Und der Kopfschmerz fällt, laut einer Studie der amerikanischen Brown University, umso heftiger aus, je mehr Aceton, Acetaldehyd, Tannine, Furfurale oder Fuselöle in dem Getränk enthalten. Genau, das ist dunkler Alkohol. Diese sogenannten Begleitstoffe kommen gehäuft in Whisky,
Rotwein oder Bockbier vor, also dunkel gefärbten Getränken. Ah, verdammt, wenn das unsere Frage gewesen wäre, das wäre so einfach gewesen jetzt. Es bleibt okay, bei aber wir sind 500 Euro im Vorsprung, alles im grünen Bereich. Also, nächste Frage. Ich würde gleich direkt mal clever hinterher schieben. Dann nehmen wir clever. Genau. Was hilft gegen Flecken im Seidenschal? In Waschen. Zitronenlimonade gelöstes Lakritz, B in Spaghettiwasser geschwenkte Apfelscheiben oder C in Spiritus gerührtes Salz? Bitte? Also ich habe keine Seidenschals. Ich kenne auch im näheren Umfeld niemanden, der Seidenschals trägt. Und erst recht keine Flecken drauf hat. Oh Gott. Junge, was hat denn das für Fragen? Wer weiß denn sowas? Zitronenlimonade gelöstes Lakritz, das kann ich mir nicht vorstellen. Das klebt doch wie die Hölle. Und Spaghetti-Wasser geschwenkte Apfelscheiben? Ja, das hört sich auch irgendwie skurril an. Spiritus gerührtes Salz. Also Spiritus, klingt vielleicht ein bisschen martialisch, um damit Seide zu behandeln, aber... Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Vielleicht könnte man auch direkt das Publikum fragen. Oder ist das noch zu früh? Ich weiß es nicht. Ich bin mit 55% bei C irgendwie, bei Spaghetti-Wasser. Also ganz ehrlich. Apfel. Gott, wer weiß denn sowas? Nee, kommen wir. Wir bleiben bei C. Wir nehmen C. Alles klar, wir haben C eingeloggt. So, hier kommt die richtige Lösung. Ein Fleck. Oh, im empfindlichen Seidenschal. Die Lösung Salz und Spiritus. Ja! Dank des Ethanols löst Spiritus. Oh, gut geraten. Gut geraten. Natriumchlorid und die Rieselhilfe Kalk. Die kleinen Kalkkristalle zersetzen die Farbstoffteilchen der Flecken. Einfach mit lauwarmem Wasser auswaschen und der Fleck ist tatsächlich verschwunden. Jawohl! 1000 Euro auf eurem Konto. Also wenn ich jemals einen Seidenschal besitzen sollte und einen Fleck drauf mache, weiß ich ja, was zu tun ist. Wir machen weiter, nächste Kategorie. Nehmen wir Sonne, Mond und Sterne. Ja, da sind wir uns auch einig. Oh ja, da muss ich das nicht machen. Wir hätten gerne Sonne, Mond und Sterne. Ja, das sagtest du bereits. Welches seltene Naturschauspiel wird am 8. September 2040 am Abendhimmel zu beobachten? Ja, das ist ja gleich A, morgen. Vorbeiflug des Halleischen Kometen an der Erde. B. Polarlichter über dem Mittelmeer. Oder C. Fünf Planeten, die Sonne und der Mond in einer Reihe. Ja, B ist doch schon Antwort Schwachsinn. Ah, Wir raten mal ein bisschen mit. Also B halte ich für Blödsinn. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Sagt dir vielleicht C etwas? Sollen wir C nehmen? Was hältst denn du von B? A oder C? B würde ich ausschließen. Wir nehmen C. Okay, wir haben C eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Könnte alles sein. Klingt spannend, ist es auch. Weil nicht alle Planeten in einer Ebene um die Sonne kreisen, können sie nicht wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht sein. Es ist aber möglich, dass sie, von der Erde aus betrachtet, in etwa derselben Blickrichtung stehen. Astronomen haben ausgerechnet, dass am 8. September 2040 die Planeten Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und auch noch der Mond und die Sonne in etwa eine Reihe bilden werden. Also die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Ja, wir haben 1000, oder? So, weiter gehen wir. So, was nehmen wir denn für eine Kategorie? Wie ticken wir? Das ist Psychologie, unser Körper im Labor, Chemie. Das kann, naja, einfach will ich nicht sagen, aber es kann eine Frage sein, die man beantworten kann, aber es kann aber absoluter Blödsinn sein. Damals Geschichte, ich wäre jetzt einfach mal bei Psychologie. Wie ticken wir? Ja. Glaub's mir ruhig, wir nehmen das. Wer seinen Konsum von ungesundem Essen reduzieren will, sollte A. vor einem Spiegel essen, B. beim Essen immer einen Hut tragen oder C. während des Essens klassische Musik hören. Okay. Konsum von ungesundem Essen reduzieren. Beim Essen einen Hut tragen. Was soll mir das denn bringen? Nee, das ist doch völlig blödsinnig.
Klassische Musik, was soll die klassische Musik da mit mir machen? Also ich wäre am ersten bei A. Klassische Musik hören? Ich weiß nicht, also... Was soll das bringen? Vom Spiegel essen stelle ich mir am logischsten vor. Weil wenn du dich da mit so einem fetten Burger vor den Spiegel stellst und dir das Ding reindrehst, dann das selber siehst, dann kommt dir das vielleicht ein bisschen unästhetisch vor und du gewöhnst dir das irgendwie ab. Also das ist für mich am logischsten, sorry, aber... Das glaube ich nicht. Halt die Grusche, wir nehmen das. Nimm A. Du bist überstimmt, mein Freund. A ist eingeloggt. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Forscher der University of Central Florida fanden heraus, wenn wir uns selbst beim Verzehr von ungesunder Nahrung sehen, greifen wir lieber zu Obst. Der Grund? Wir bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns dabei beobachten, wie wir etwas Falsches tun. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir selbst das Essen ausgewählt haben und uns dafür verantwortlich fühlen. Aha! Guck an, Mensch, das läuft bei uns! 1500 Euro. Alter, das läuft gut! Und die beiden haben erst 500, oder? Unser Körper klingt doch interessant. Ich bin dabei. Viel Spaß. Wir nehmen unser Körper. Das in großen Mengen in tierischen Produkten enthaltene Vitamin A. A transportiert Eisen ins Blut. B unterstützt den Aufbau des Bindegewebes. Oder C kann bis zu 2 Jahre im Körper gespeichert werden. Mann, bin ich froh, dass wir die Kategorie nicht genommen haben. A. Wir schließen jetzt erstmal das A aus. C, möglicherweise. Hä? Soweit ich weiß, können Vitamine nicht im Körper gespeichert werden. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Das schließe ich aus. Okay, okay, schließt alles aus. Publikum. Wir nehmen das Publikum. Publikum. Wer glaubt es zu wissen? Stehen Sie ruhig. Keiner. Auf. Oh, doch, drei. So, wer soll es beantworten? Alle gleichzeitig aufgestanden. Sie glauben, das beantworten zu können. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Antwort C, würde ich sagen. Darüber habe ich ein Doku gesehen. Ja, das Fernsehen lügt nicht. Das Fernsehen lügt nie. Kann das wirklich sein? Über die Nahrung gelangen 13 verschiedene Vitamine in den Körper. Viele sind wasserlöslich und werden im Dünndarm direkt in den Blutkreislauf befördert. Während sie keinen festen Lagerplatz haben, ist das bei fettlöslichen Vitaminen anders. Dazu zählt das für das Sehen sowie Haut- und Knochenbildung wichtige Vitamin A. Dieses lagert sich in der Leber ab. Je nach Bedarf kann der Körper hier darauf zugreifen, denn Vitamin A kann bis zu 2 Jahre gespeichert werden. Oh, da war es wieder ein bisschen abgebrochen, aber... Okay, die bleiben uns also ein bisschen auf den Fersen. Wir haben noch 4 Kategorien und eine nächste für euch. Oh, was nehmen wir denn? Fragezeichen, ein bisschen Überraschung. Publikum haben wir ja auch noch. Können wir auch noch nehmen. Kommen wir in dem Fragezeichen. Können wir auch das Fragezeichen nehmen, das ist eh egal. Dann ja, diese negative Einstellung schon wieder. Das ist für Feuerwanzen, laut Forschung der Harvard University, ein Quell ewiger du Jugend. Du grüne Neune. Philippinische Fernsehshows, B, amerikanische Magazine oder C, deutsche Volksmusik. Bitte? Oh Gott. Was hast du für eine Frage? Feuerwanzen. Alter, was? Okay, die Frage ist ja Hammer. Ey, was? Das ist doch... Ich verstehe die Frage schon nicht wirklich. Quell ewiger Jugend. Deutsche Volksmusik. Boah, ich kann... Nee, komm, also... Eine sehr schöne Frage für das Publikum. Geben wir direkt ab. Wir fragen ab. Das Publikum. So, wer glaubt denn die richtige Antwort? Das geben wir mal direkt ab. Wer es glaubt zu wissen, steht mal bitte kurz auf. Es können auch mehrere sein. Alter. Jetzt müsst ihr entscheiden, wer soll antworten. Wir nehmen gleich den Herrn hier vorne, würde ich sagen. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, Antwort B ist richtig. Ja, darüber habe ich mal was gelesen. Mhm, in einem amerikanischen Magazin natürlich. Eingeloggt. Wir überprüfen das. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das ist vielleicht eine blöde Frage gewesen jetzt. Forscher der Harvard University waren erstaunt, als sie entdeckten, dass einige der untersuchten Feuerwanzen einfach nicht erwachsen wurden. Sie blieben im Larvenstadium. Der Grund? Die Insekten nahmen eine Substanz auf, die die letzte Häutung zum erwachsenen Tier verhindert. Diese Substanz stammte von der Balsamtanne, einem Baum, aus dem in den USA Papier hergestellt wird.
Der kuriose Grund für die Käferjungfrau lag auf dem Boden der Petrischalen. Das gibt's ja nicht. Die Feuerwanzen wurden nämlich auf eben diesem Papier amerikanischer Magazine aufbewahrt. Okay. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Ihr seid bei 2000 Euro. Läuft. Noch drei Kategorien haben wir zu spielen. Nehmen wir damals? Eher nicht. Wunder der Natur. Ist bestimmt spannend. Aber das finde ich nimm das. Zum Beispiel. Nimm das. Fällt mir gerade total gut. Ja, nimm das. Wunder der Natur. Dann nehmen wir dann damals. Was ist das Besondere an dem Vulkan Kawah Ijen auf der indonesischen Insel Java? Seine Lava ist eiskalt, sein Auswurf leuchtet blau oder es ist der kleinste Vulkan der Welt? Na, viel Spaß damit. Sag mal, fällt dir zu B was ein? Nee. Das glaube ich nicht. Sag mal, könnte es A sein? So. Ich meine, das hätte ich sogar mal gelesen. Wir nehmen A. Oh, das geht mal fix. Ihr habt A eingeloggt. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. In der östlichen Provinz der Insel Java steht der Vulkan Kawah Ijen. Gerade in der Nacht lässt sich hier ein besonderes Naturschauspiel beobachten. Große blaue Flammenausbrüche schießen hoch in den Himmel. Doch was als blaue Lava bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit kein Magma, sondern eine chemische Reaktion. Der heiße Schwefel reagiert beim Austritt an die Oberfläche mit Sauerstoff, der sich sofort zu einer blauen Flamme entzündet. Cool. Wieder was gelernt. Es bleibt bei 1000 Euro. Ja komm, die machen wir fertig. Eine Frage noch für beide Teams. So, dann haben wir, genau, wir wollten ja damals nehmen. Ne, wir nehmen Bernhard. Da kommt eine Frage zu Hoeker. Wir nehmen damals. Nicht unbedingt, aber wir würden es trotzdem mal probieren. Ja, dann probieren wir es, komm. Einfach mal probieren. Die Längeneinheit Yard wurde in Großbritannien im Jahr 1101 das erste Mal festgelegt als A. Standardbreite englischer Burgzinnen, B. Klingenlänge des Kurzhandschwertes der königlichen Ritter oder C. der Abstand zwischen Nasenspitze und Daumenspitze von Heinrich I. Yard. Kenne ich aus dem American Football. 5-Yard-Linie. Klingenlänge des Kurzhandschwertes. Königliche Ritter, waren die einheitlich und warum sollte man die dann Yard nennen? Standardbreite englischer Burgzinnen, Yard. Ein Yard sind ja ist ein bisschen über einen Meter, glaube ich. Und das Sinn macht C. Wenn, wie gesagt, wenn ein Yard ist ja ungefähr ein Meter, Meter eins oder so. Ich wäre bei C. Weil ein Meter, obwohl hat man so lange Arme, Nasenspitze und Daumenspitze? Hat man so lange Arme? Warte mal, ich mach das jetzt. Ja, könnte ungefähr ein halbes Yard sein. Ich weiß es nicht. Aber C macht irgendwie am meisten Sinn. Klingenlänge vom Kurzhandschwert. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ja, mach doch keine Hektik. Also schließen wir C schon mal aus? Nein. Standardbreite, nee, also A schließe ich aus. Ich sag lieber noch nichts, aber ich würde auf das hier tendieren. Warum auch immer? Nee, also A schließe ich komplett aus. Das glaube ich nicht. Irgendeine Burgzinne, die sind breiter. Das ist nicht bloß ein Yard. Nee, komm, wir bleiben mal C, wir bleiben der Linie treu, ja, C. War es nicht immer C? Nimm C. Er sagt C. Wir werden es sofort überprüfen. Ich habe Angst. Ein Yard misst heute in etwa 0,9144 Meter. Es waren weniger als ein Meter. Ich war jetzt ein bisschen falsch. In Ländern, in denen sich das metrische System nicht durchgesetzt hat, wie in den USA, ist das Yard auch heute noch eine relevante Dann muss es ja C sein. Beim American Football zum Beispiel wird das Spielfeld in Abschnitte zu je 10 Yard eingeteilt. Seinen Ursprung hat die Einheit in Großbritannien. König Heinrich I. legte im Jahr 1101 fest, dass ein Yard so lang sein soll wie der Abstand zwischen seiner Nasenspitze und seiner Daumenspitze bei ausgestrecktem Arm. Mensch, das läuft. Wie das Brezel backen. Geil. Obwohl das schon sehr, sehr willkürlich ist, aber ich glaube, die meisten Maßeinheiten sind halt so entstanden, oder? Könnt ihr mir vorstellen. So, die beiden haben noch eine Frage.
Welche Kugel springt am höchsten, wenn man sie aus einem Meter Höhe auf eine Stahlplatte fallen lässt? A. Eine Holzkugel, B. Eine Stahlkugel oder C. Eine Glaskugel? Die Glaskugel geht kaputt. Samuel, was sagst du zu A? Das klingt für mich total schlüssig. Wäre für dich B eine Möglichkeit? B schließen wir aus. Wir sagen A. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Dann schauen wir uns das an. Auch wir vorstellen. Haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Ich war Holz am elastischsten. Am höchsten springt das Material, das am wenigsten Energie verbraucht. Oh. Holz lässt sich relativ leicht deformieren. Beim Aufprall wird somit ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt. Also das gerade nicht. Und Glas trägt beim Stoß Mikrorisse davon, die einen Teil der Energie aufzehren. Wie gesagt, das geht kaputt. Wenn Stahl auf Stahl trifft, dann handelt es sich um einen inelastischen Stoß. Die kinetische Energie wird also besser erhalten und die Kugel erreicht daher eine größere Rücksprunghöhe. Ja, ich wäre auch bei A gewesen. So, dann ist Finalzeit. Wir sind nach unserer kleinen Raterunde jetzt hier bei einem Zwischenstand angekommen. Das Team Bernhard, 1.000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 2.500 Euro auf eurem Konto. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Eine Frage an beide Teams mit drei Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden Zeit, die richtige Antwort einzuloggen. So, erstmal müssen wir was setzen. Oh, Geografie. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Geografie. So, ich darf euch jetzt bitten, euren Einsatz zu machen. Ja, was setzen wir denn? 1 Euro wäre ein bisschen... das wäre ein bisschen sehr feige. Alles? Nee. Komm, wir setzen 1250. Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Hier ist die Masterfrage. Oh, jetzt bin ich gespannt. Nach wem wurde die Meeresstraße zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland benannt? A. Vasco da Gama, B. Ferdinand Magellan oder C. James Cook? 20 Sekunden. Oh Gott. Ab jetzt. Oh Gott. B oder C? Ah, B oder C. Ich wäre ja bei Magellan. Magellanstraße, oder ist es die Cookstraße? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh, ich bleib bei B, ich bleib bei B. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir schauen, was ihr gesetzt habt. Das Team Bernhard hat gesetzt. Das Team Elton. So, beide Ach, Teams so haben Scheiße. Ihren Tipp abgegeben. Ach Gott. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat gesetzt auf Antwort B. Oh, das ist schon mal gut. Das Team Elton hat sich entschieden für Antwort B. Schauen wir auf die Auflösung. Die Magellanstraße verbindet den Atlantik und den Pazifik. Und Vasco da Gama, nachdem wurde was auch immer benannt, aber Antwort B zwischen Feuerland und dem südamerikanischen Festland, das ist die Magellanstraße. Oh, geil. Das bedeutet... Oh, gewonnen. Wir haben gewonnen. Fett die Kohle abgeräumt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Oh, scheiße. Wer weiß denn so? Also, ich sag mal, 70% waren richtig geraten. Ah, cool. Echt cool. Ja, jetzt sehen wir die Zuschauerverteilung. Die hätte ich gern vorher mal gehabt. 5 Fragen richtig. 2.500 gesetzt, 1.250. Masterfrage richtig. Jo, dauert das schon 36 Minuten. Okay, da weiß ich, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Oh Gott. 68,18 Euro für jeden Zuschauer. Wunderbar. Oh, geil.